Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. So, in der letzten Folge haben wir hier begonnen mit dem Ballen wickeln und das werden wir jetzt in dieser Folge ein bisschen weitermachen. So. Ein Ball nach dem anderen aufsammeln. Mal kurz noch in die Produktion schauen. Na, speichern. Also schauen wir nochmal bei den Produktionen kurz vorbei. Ja, kurz Gras ist ja ziemlich voll. Luzerneheu könnte man fahren. Silage ist okay. Weizen und Gerste, die laufen auch noch. Produzieren hier gutes Malz. Haben wir auch wieder Schweinefutter in der Produktion. Butter und so wird auch alles gut produziert. Natürlich haben wir auch ein bisschen Raps in der Produktion. Also Diesel zum Herstellen. Okay, das passt. Genau hier haben wir eben keine Rinder. Haben wir sie wirklich komplett leer laufen lassen? In dem Fall. Der Separator, der steht aktuell ja auch. Auch 109.000 Liter Mist drin, ne? Aber 12.000 Liter Herbizid ist gut. Aber mit ein bisschen Abwasser, das passt. Eben, dass wir den Stoff noch ein bisschen behalten. Wie sieht denn das eigentlich aus hier mit Wolle? Oh doch, wieder 53.000. Die könnte man theoretisch auch mal wegfahren. Schafe haben wir jetzt auch bald voll. Hühner hätten wir auch wieder zum Wegfahren. Wie sieht es denn da eigentlich aus mit den Hühnern? Können wir alles reinbringen. Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. So. Jetzt fahren wir hier immer schön rum. 1, 2, 3, 4 Bahnen noch, wo wir lange Wege haben. Und dann wird der Weg ein bisschen kürzer. Dann geht es natürlich dran, hier alles, wie soll ich sagen, wenn das alles gewickelt ist, müssen wir das ja alles wegfahren. Weil liegen lassen können wir das, glaube ich, nicht. Das wäre ein bisschen arg viel, würde ich mal behaupten. Wenn wir das liegen lassen zum hier oben gären. Was man ja eigentlich macht in Real Life. Die wenigsten tun es ja direkt wegräumen. Und die lassen es ja auf dem Feld oder auf der Wiese gern. Ist das ehrlich? So. Ja, wir holen hier Stück für Stück auf. Auf die Presse, also das läuft langsam. Holen wir eben jetzt einen nach dem anderen.
Ah, das wundert mich eigentlich, dass hier so wenig drin liegen. Können wir eben noch eben jetzt wickeln, dann nach dem Wickeln abfahren. Dann düngen. Und dann können wir in den August gehen, Entschuldigung. Und dort können wir dann ansäen, ernten. Also da haben wir dann wieder ein bisschen mehr zu tun. Nicht mehr so viel wie jetzt in diesem Monat. Aber zumindest ein etwas. Arbeit beendet, das ist der Kalker. Ist gut, dass der die Arbeit beendet hat. Ist sogar sehr gut. Das habe ich schon wieder komplett vergessen gehabt, dass wir am Kalken sind. Wie gesagt, sind die Ballen bereit zur Gärung. Können wir mal zählen, wie viel das sind. Aber das sind schon einige, glaube ich. Hier. Sehr schön. Ja, da haben wir uns jetzt aber gut drum gewindet, dass wir den nicht wickeln wollen. Aber der muss gewickelt werden, ob er will oder nicht. Ob er nun will oder nicht, ne? Er wird gewickelt. Gibt's gar keine Diskussion. Ja. Jetzt wäre es fast wieder passiert, dass er uns rausgedreht hätte. Also irgendwie in letzter Zeit, das Treffen. Da treffe ich sie nicht mehr so ganz schön. Aber gut, da sind wir jetzt natürlich schon weiterhin dran, dass wir da Stück für Stück besser werden. Wir wickeln hier. Wie gesagt, wir sind jetzt hier schon so weit dabei, dass wir hier so langsam aber sicher in der Presse dran sind. Ablegen. Raben verscheuchen. Okay, das ist auch wieder relativ knapp dran mit dem Rausdrehen.
dann haben wir den hier. Da machen wir es nicht langsam, da ziehen wir einfach rum. Passt dann schon. So. Wir haben aktuell nur die Hackschnitzel drin stehen und das Abwasser, ne, im Klärwerk. Mehr haben wir ja aktuell nicht. Zum Glück. Und schon wieder. Also, wenn ich das so wollen würde, dann klappt es wahrscheinlich gar nicht. Aber das passt schon. Einmal hier rumrumpeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, jetzt habe ich auf die Bahn geachtet und nicht dahin, wo ich fahre. War jetzt eigentlich klar, dass das passiert, ne? Also ich konzentriere mich sehr darauf, wieder zu fahren. Statt jetzt auf irgendwas anderes. So, da waren wir hier schön rum. Dann müsste es dann theoretisch auch ins Vorgewende wechseln jetzt. Theoretisch. Ja, jetzt zieht das eben schon rum, genau. Wir machen hier halt einfach erstmal weiter mit Wickeln, ne? Es ist halt eine etwas langwierige Arbeit, aber eine Arbeit, die wir halt machen müssen. Gut, theoretisch müssen wir es ja nicht machen, aber sagen wir es mal so, wir wollen es machen. Ah, ist das herrlich. Zu wissen, dass wir jetzt hier gleich fertig sind. Oder was heißt gleich, ne? Wir haben ja immer noch das Vorgewende dann vor uns. Aber zumindest schon mal ein riesen Abschnitt ist fertig. Und zwar das alles innen drin. Ja, und ich merke gerade, dass ich eigentlich falsch rum angefangen habe. Also irgendwo, ich habe an der falschen Seite angefangen zu arbeiten. Aber ja, das ist jetzt halt so. Müssen wir damit leben. Dass wir halt einmal entweder. Wir jetzt angefangen haben, haben wir halt jetzt den Weg gespart und jetzt fahren wir halt doppelt, beziehungsweise ne, wir haben sogar ein bisschen besser gefahren, weil wir unten die lange Strecke nicht fahren mussten, leer. In dem
Ja, obwohl, nee, wir haben doch eine halbe Strecke gehabt, wo eh nichts war. Bin jetzt aber mal gespannt, den ersten Ballen, bei wie viel Prozenten der steht. Und wo dann der andere ist. Die Presse. Ich sehe auf jeden Fall, dass er presst. Ja, egal, wir müssen eh nochmal zurückfahren jetzt. So. Zack. Jawohl. Also haben wir das auch schon mal geschafft. Ja, der andere, der kann ja erstmal stehen bleiben, ne? Das stört uns ja nicht. Ist er denn? Keine Ahnung, gut, wir machen ja auch schon mal Gewinn, das ist, dass wir nicht so fahren wie Curseplay selber, sondern wir nehmen ja hier überall die Abkürzung. So, und genau der wäre wieder blöd gewesen. Deswegen nehmen wir den hier gerade mal mit. Der wickelt ja. Moment. Ist das hier der erste Ballen? Und der ist sogar schon bei 13%. Ah, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Aber der ist auf jeden Fall schon mal hier nach oben. Ah, okay, das ist gegenüber von uns. Ja, vielleicht schaffen wir sie einzuholen. Aber dann hätte ich ja wirklich perfekt angefangen zu wickeln, also hinterher zu fahren, zu wickeln. Ah, ne, wir holen ihn vorher ein. Glaube ich. Ja, dann können wir zumindest in der nächsten Folge dann anfangen mit den Ballen wickeln. Nicht wickeln, sammeln. Ja, guck mal, den holen wir ruckzuck ein. Unsere letzte Runde, wenn wir das, die drehen, dann sind wir direkt hinten dran. Ein bisschen hätte ich später losfahren sollen. Uiuiui. Obwohl, also das erste Vorgewende hat er dann auf jeden Fall. Also wir sind im letzten Vorgewende dann sozusagen hinten dran. Okay, also den Ballen möchte er auch nicht nehmen. Warum? Ah, jetzt möchte er. So. Herrlich. Hier liegt jetzt auch schon wieder so blöd der Ballen. Na gut, den haben wir uns jetzt ein bisschen zurechtgeschoben. So. Ah, da ist nicht mehr viele Ballen Vorsprung.
Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.